So, willkommen zurück. Ich bin's, der Schansen. Um ein Fragment der Sonnenscheibe zu finden. Oh, da habe ich ihn gerade unterbrochen. Aber wir sind direkt in diesem Tempel gelandet. Von Neptu, oder wie der hieß, oder Tu-Nep. Keine Ahnung, wie der hieß. Gut, die Sonnenscheibe hier können wir direkt nutzen. Um wahrscheinlich unsere Axt da rein zu werfen. Oder was müssen wir da machen? Habe ich gerade geblickt? Doch. Ich muss rumgucken, noch mehr passiert. Ich glaube nicht. Nee, ich glaube, wir müssen machen es einfach hoch. Und dann müssen wir, glaube ich, da einmal die Axt schmettern. Und zack. Okay, wir können hoch machen. Das reicht nicht. Treffe ich lecker nicht. Ja, perfekt. Ha, ja. Perfekt. Sagt er auch. Wird wohl richtig sein, wenn nicht. Perfekt sagt er auch. Das ist doch richtig. Wer braucht schon die Gunst der Götter, wenn er diese Axt hat? Ich spalte das Meer wie Jesus. Was für ein Typ ich bin. In diesem Tempel schlummert Tefnut, Tochter von Atum, während ihre Nachkommen wüten. Warum sollte sie sich um Sterbliche scheren? Tut es doch ihre Sippe nicht. Na gut. Hinein! Okay. Das nächste Rätsel wartet, glaube ich, auf uns. Was passiert hier? Ich werde nicht in dieses Wasser fallen. Nein, da können wir auch nicht runterspringen, oder? Nein. Ich könnte euch nicht retten. Welche Unterstützung? Okay, das geht nur hier rüber. Guter Platz. So, wir haben ein paar Fertigkeitspunkte, die werden wir mal einsetzen. Bloß für was, ist die Frage, ne? Barrikade. Abschlussmanöver, das haben wir schon. Kann ich ein bisschen mehr Leben haben? Leben wäre cool. Für den Vogel, weil der doch relativ schnell abschmiert. Fähigkeit von 5 Sekunden. Bis zum Ende. Machen wir mal. Diese Fertigkeit ist eure. Okay. Den nehmen wir auch. Daneben ist Leben. Leben ist immer gut. Ihr habt gewählt. So, hat uns jetzt weitergebracht. Aber jedenfalls sind wir die Punkte losgeworden. Sollen wir ihn jetzt darüber oder wie machen wir das? Die Wasserfälle? Ich kann ja nicht drüber springen, schade. Ich könnte es versuchen, aber es wird keinen Unterschied machen. Nee, klappt nicht. Mal kurz rausfinden, was wir hier machen wollen. Also, ich kann nicht hochziehen, ich kann nicht zu. Kann ich auch zu mir ranziehen eigentlich? Da müssen wir rüber. Mal rüber zu mir? Ich komm mal zu mir. Na, rüber bringt das ja nichts. Oder? Dann kommen wir hier nicht drauf. Dann kommen wir erstmal zu mir. Wie bin ich da ran? Ja! Ja, okay. Gut, dann können wir direkt da drüber. Ach, guck mal, durch die Wasserfälle können wir nicht fahren. Ich hätte gesagt, die kann man nicht runterdrücken, aber das kann man gar nicht. Jetzt mal die Truhe. Und dann. Ah, guck mal, hier geht's auch. Okay. Alter, was ist das denn für ein Goliakogel? Heieiei. Also, greif mal an da. Will er nicht. Oh. Okay, wir müssen schwer dran, glaube ich. Das dauert uns zu lange. Naja, so stark ist er ja nicht. Oh, ein Säftchen für mich. Na komm, gib her. Okay. Das ziehen wir zurück. Und dann
kann ich hier machen? Ah! Okay, das war dumm. Gebe ich zu. Kann man dann die Dinger rumklettern oder kann ich auch rüberlaufen? Was kann ich dann machen? Nochmal zurück machen. Warte mal. Da hinten ist doch so ein Ding zum Fangen. Da komme ich nicht ran. Oder? Müssen wir zurück machen, glaube ich. Doch, guck mal, da hinten ist doch so ein. Ja, da ist doch so ein Greifer. Dann nehmen wir den Greifer. Gibt es denn das Ding? Haben wir den Greifer bekommen? Ah, guck mal. Einfach. Das war wirklich einfach. Oh, ist cool. Was ist denn hier? Okay, jetzt sind wir auf der anderen Seite von dem. Das muss ein weiterer Trick der Götter sein. Ich sollte ihm nicht trauen. Vertraut stets den Göttern und ihre Weisheit wird Licht in euer Dunkel bringen. Kann ich da rüber schicken? Bringt mir ja nichts, da drüben ist. Komm nicht durch. Ach, warte mal, komm mal hier. Wir können hier landen lassen. Los, runter mit dir. Ja, perfekt. Und wieder hoch. Na, jetzt komm auf die Seite, okay. Gut. Mehr Wasser, mehr Statuen. Warum kann bei diesem Theater nicht mal etwas einfach sein? Versunkene Kammer. Ah, okay. Ist nicht so leicht zu treffen. Mal drehen. Und. Okay, es geht runter. Da, die Tür unter dem Wasser. Doch das Becken muss ich weiter leeren, damit ich hindurchkomme. Die Tür bleibt zu. Stachel. Die Tür ist auf. Ne, den Knopf haben wir geschlachtet schon, wollte ich gerade sagen, mit unserer Axt. Also das macht keinen Sinn mehr, dann gehen wir mal durch die nächste Tür. Auch Stacheln. Oh, geht ohne hier längs. Ein Leiterchen. Okay. Oh, eine Schlange. Machen wir Platz. Ah, ich dachte, ich hätte schon platt gemacht. Jetzt. Die Tür ist immer noch zu. Was? Ach! Oh, da war eine versteckte Schlange. Dieses Viech. Oh. Na, warte. So. Ah, jetzt auch auf die Tür. Gut. Ich bin froh, dass das vorbei ist. Okay, was wollen wir hier machen? Hierher und keinen Schritt weiter. Okay, da kann ich nicht durch mit dem Ding. Zeig mir, was ihr drauf habt. Was muss man da machen? Hier eine Seite vorbei geht auch nicht, ne? Okay, also, wir müssen mal gucken. Ist dahinter denn irgendwas? Ne, da oben sind Stacheln. Mit denen müssen wir doch irgendwo hinfahren können. Ja. Irgendwas blicke ich hier gerade nicht. Das kann man auch nicht machen. Das ist ja schräg. Aber irgendwie muss doch was klappen hier. Ich wüsste jetzt gar nicht, wie man es machen soll. Hier ist auch nichts. Landen kann man hier auch nicht. Hier kann ich, aber dann stehe ich hier. Irgendwas übersehe ich. Mal wieder. Was übersehe ich denn? Los, gebt an. Das würden wir gern. Wie wäre es hier?
Bringt uns auch nichts, ne? Macht keinen Sinn. Kann nicht durch. Was übersehe ich denn hier? Das Knopf. Ja. Getroffen. Was jetzt? Es dreht sich da alles. Aber, ja. Nee, nee. Ich werde dagegen, was passiert eigentlich rein gar nichts. Ne? Dreht sich ja, was bringt mich hier auf der Seite ja nicht. Da. Dreht sich das irgendwie? Nee, das geht. Doch, das spritzt so rum, seht ihr das? Das kommt einfach wieder raus, okay. Dreht sich, es kommt auch wieder raus. Aber hier ist trotzdem nichts. Irgendwas übersehe ich doch. Alter, ist das dumm. Hält man sich so lange mit so einem Scheiß auf, ne? Das nervt mich ein bisschen. Ja. Aber was hier? Dass ich da drücken kann noch. Das nervt mich so ein bisschen. Ob man irgendwie so ein Brett vom Kopf hat. So, jetzt wieder drückt. Was muss ich machen hier? Ich kann die nicht mehr machen. Das ist kein zweiter Knopf. Ich glaube, es hat auch nichts damit zu tun. Ich muss ja da irgendwas hier in diesem Raum machen. Was kann ich hier machen? Ja, so in den Nebenraum gehen und gucken. Von da irgendwas machen kann. Und von hier könnte ich den Schalter auch treffen. Mal gucken. Ja. Okay. Bringt uns gar nichts. Das nur das Wasser aufzulaufen. Aber das macht keinen Sinn für uns hier. Das ist leicht bescheiden. Ich denn jetzt hier weiter? Was habe ich denn übersehen, Leute? Mal rübergehen. Hinter ist auch nichts. Oh. Scheiße, wo ist das Teil jetzt hin? Kann ich jetzt. Wo ist denn das Teil jetzt hin? Oh, Leute. Was ist das denn? Ein Haken. Ja, toll. Das ist nichts für mich, fürchte ich. Jetzt ist das Ding nicht hier und ich habe einen Haken gefunden. Wo ist das Ding? Oh, das taucht doch nicht wieder auf. Wie scheiße ist das denn bitte? Hierher und keinen Schritt weiter. So, fast forward. Und ich habe einmal kurz geschnitten für euch, damit wir sehen. Ich habe einmal neu geladen, damit das Ding wieder da ist. Und da ist es. Perfekt, und jetzt nehmen wir den Haken damit rüber. Ich habe keine Ahnung, warum der weg war.
gucken. Jetzt müssen wir rübergehen. Ach, guck mal, hier geht das runter. Ah, okay. Jetzt macht's auch Sinn. Da kann ich Haken ansetzen. Ah, perfekt. Ja. Ach, guck mal, jetzt ist das Wasser hier rechts weg. Jetzt können wir hier durch. Ah, aber was machen wir jetzt hier? Jetzt sind wir vorbei. Okay, und dann komme ich nicht hoch. Nee. Komm ich da hoch? Doch, ich kann auf deiner Seite. Das bringt mir ja nichts hier. Ich kann zwar hier aufsammeln jetzt. Was bringt mir ja nichts. Ich muss doch zum Schalter. Ich muss mich gleich bewegen, dann den Schalter. Geh mal da runter. Ich wünschte, das könnte ich. Ah, hier. So. Doch diese Teile könnten vielleicht die Säule stützen. Aber im Moment versperren sie mir nur den Weg. Ach komm, jetzt dreht vielleicht er kann das. Mir der Falke helfen. Euer Befehl ist mir Wunsch. Sollte es okay, nicht umgekehrt sich? Sein? Nö. Nö, sagt er. Nö. Lustiger Kauz. Okay, jetzt dreht sich das alles langsam. Warte mal, kann ich da vielleicht mit meinem Geschirr hier durch die Gegend flattern? Bleiben, glaube ich. Da, da. Oh, da kommen wir hier. Schnell, schnell, schnell rein, hier rein, hier rein, hier rein, hier rein. Ja. Das ist eine Truhe in mir, ne? Ja. Ach, und jetzt kann ich kurz warten, bis das Wasser vorbei ist. Ah, okay, und jetzt kann ich weiterfahren. Ja, da kommen gerade Stacheln. Ne? Okay. Warten wir, bis die vorbei sind, dann fahren wir nochmal in die Richtung. Zum Auge. Das geht, das geht, das geht. Wo ist das denn? Oh, da kommt schon wieder was. Schnell hier ran. Und hoch. Und jetzt weiter so. Das wäre super, wenn es weitergehen würde. Okay. Okay, Gegner. Oh Mann, ey, das ist immer so. Ja, aber blocken, dann ist echt ein bisschen Arsch aus. Echt gut kontern können, ne? Schwachstelle. So, mit dem Hammer platt hier. Okay, darüber können wir kommen. Ja, Handschlag? Nee, nicht. Okay. Schade. Wie kommen wir denn darüber? Mhm, einsammeln. Ah, okay, das ist ein Haken. Jetzt mal runter. Ach, scheiße. Was ist da? Da kann man sich da ranhangeln. Ja, okay, okay. Gut, dann sollen wir dran vorbeihangeln an dem Wasserfall da. Warte mal kurz, dass wir da hochkommen. Okay, go, go, Gadgetto-Arme! Ja, das geht doch gut. Flott und er weiß. Da. Ah, der Duft dieses Wassers. Herrlich. Da, wenn ihr wollt. So. Ah, guck mal, da können wir ranmachen. Ach so, jetzt hat man den artigen Ding drauf. Dann kann man so die Position hier steuern irgendwie. Da kommen wir nicht durch. Da sind Stacheln. Nee. Da kann ich da raufgehen, aber das bringt mir ja nichts, kommt ja nicht rüber. So. Wo müssen wir denn da links? Komm auch raus. So länger ich dich da ranfalle, desto mehr kommen die Stacheln raus da. Ach, guck mal, das. Das ist auch ein Haken. Jetzt sind wir mal daran. Nee, das. Ach, das ist noch ein Haken. Okay. Nimm mit. Perfekt. Kann ich runterkommen? Weil den Haken kann ich loslassen. Okay. Offenbar habe ich einen anderen Weg gefunden, das ganze Wasser loszuwerden. Oh, drei Stück. Muss ich in der Zeit schaffen oder ist es. Einen nach anderen. Oh,
mit so schlechten Zielen zwischendurch, eigentlich ganz ehrlich. Oh. Boah, das gibt's doch gar nicht. So ein kleines Zeitfenster nur, oder ein kleines Loch. So nochmal. Oh, komm schon. Mal. Gibt's doch gar nicht. Warte mal. Jetzt nochmal. Und. Ja. Nee, geht nicht, scheiße. Ich könnte das so anhalten und dann dagegen ballern. Okay, der erste ist gedrückt. Was ist da oben? Auch den haben wir. Und jetzt der letzte. Ah, klar. Aber ich glaube, man muss gegen kein Zeitfenster drücken. Das ist schon mal gut. Das wäre sonst echt schwierig und man würde wahrscheinlich stundenlang hier stehen. Oh, was macht das denn da, Alter? Oh nein. Ja, endlich. Bitte? Ah, da ist er noch runter. Oh, da kommen irgendwie Sachen. Cool. Ja, runter. Die Tour hole ich noch schnell. Wir nehmen auch alles mit, ne? Wäre so ein bisschen langweilig. Yes. Schwanzfedern in Ordnung. So, jetzt sind wir auf der anderen Seite, okay. Jetzt ist da so ein, jetzt noch so ein Knauf rauskommt, seht ihr das? Mit dem können wir bestimmt die Tür oder das Wasser weiter runter. Endlich komme ich an die Tür. Perfekt. Gut. Power holen und das Schild ist aufgeladen und die Tür ist aufgemacht. Perfekt. Cool, was ist das denn? Ach guck mal, die hält da so eine Pfanne, was ist das? Und jetzt geht's nach oben oder nach unten? Ja, nach oben. Wir sind schon da. Gut, wir schauen uns das kurz nochmal an, aber ich glaube, dann reicht das auch für heute. Mal sehen. Gucken wir doch mal kurz. Ja, das gehen wir doch das nächste Mal an. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis dann. Tschüss.